Willkommen bei Tierrettung weltweit. In diesem Video geht es um die Rettungsgeschichte der jungen Hündin Nadja. Ereignet hat sich dieses fürchterliche Drama in der Nähe von Moskau in Russland. Was die Hündin in den letzten Monaten durchgemacht haben muss, ist wohl kaum in Worte zu fassen. Völlig abgemagert und voll von Parasiten saß Nadja eines Morgens am Straßenrand vor einem verlassenen Gebäude. Bisher schien niemandem die Hündin aufgefallen zu sein oder es hielt niemand für nötig, die Tierrettung anzurufen. Leider Gottes gehören Straßenhunde auch zum Bild von Russland. Glücklicherweise entschloss sich dann ein Autofahrer an diesem Tag anzuhalten und sich die Hündin genauer anzuschauen. Auch er war völlig sprachlos. Ihr Fell war so verfilzt, dass sie überhaupt nicht mehr hindurchschauen konnte. Der Autofahrer informierte sich dann im Internet und rief die örtliche Tierrettungsorganisation an. Kurze Zeit nach dem Anruf trafen dann die Tierretter ein. Nadja war natürlich total verängstigt. Dennoch schafften sie es, ein kleines Handtuch um sie zu legen und sie dann mit in ihr Fahrzeug zu tragen. Niemand wusste so genau, ob die Hündin noch lange zu leben hatte. In der Auffangstation wurden dann alle Wunden von Nadja behandelt. Zudem musste ihr verfilztes Fell entfernt werden. Aufgrund der Parasiten, die sie sich eingefangen hatte, bekam die Hündin ein Antibiotika. In den nächsten Wochen ging es ihr dann auch immer besser und besser. Mittlerweile ist die Hündin bei einer Pflegefamilie untergekommen und überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Wenn du täglich mehr wundervolle Tierrettungsgeschichten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal.